Wegen seiner umstrittenen Äußerungen könnte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Grünen Partei ausgeschlossen werden. Nun bekommt Palmer aber Rückendeckung aus seiner Partei. Über 500 Grünen-Mitglieder sind gegen einen Parteiausschluss von Palmer. Dazu gehören unter anderem der frühere Umweltminister Franz Untersteller sowie ehemalige Bundes- und Landtagsabgeordnete. Laut den Gegnern des Parteiausschlusses habe Palmer als Oberbürgermeister viel erreicht. Außerdem sei ein Parteiausschluss nicht gerechtfertigt, nur weil er bei einzelnen Themen eine andere Meinung vertrete als die Mehrheit.